Im Koalitionsvertrag ist viel zu Behinderten in Politik geplant. Doch was kommt wirklich? Genau das haben wir nachgefragt. Hören wir uns doch erst einmal an, was seitens der Union für Kritik gekommen ist. Also der Koalitionsvertrag spricht ja sehr viele Themen an. Und das ist schon mal gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Thema Inklusion auch einen breiten Raum im Koalitionsvertrag gefunden hat. Allerdings muss man jetzt auch sagen, dass manche Formulierungen relativ weich und wenig konkret sind. Deswegen ist natürlich meine Erwartungshaltung jetzt, dass das ganze Thema Inklusion seitens der Bundesregierung und seitens der Ampelkoalition auch nun konkretisiert wird und nun in Gesetzeskraft umgesetzt wird. Bisher haben wir da allerdings noch nichts vernehmen können, weder einen Gesetzentwurf, noch dass wir auch überhaupt mal einen Fahrplan haben, wann welches Projekt denn eigentlich kommen soll. Am 5. Mai, den Europäischen Tag für Menschen mit Behinderung, stellt Ottmar Mayl-Pauwels ganz deutlich dar, was er von der neuen Bundesregierung erwartet. 30 Jahre protestieren wir jetzt schon für die Gleichstellung behinderter Menschen. Wir wollen jetzt endlich mal einen richtigen Durchbruch. Im Koalitionsvertrag stehen spannende Sachen drin. Die Regierung muss jetzt endlich ihre Hausaufgaben machen. Die Abgeordneten der Regierungskoalition entsprechend Druck machen. Denn wir wollen diese versprochene barrierefreie Bahn. Wir wollen, dass sozusagen der Bäcker, der Metzger, das Kino, das Restaurant an der Ecke, dass es barrierefrei wird. Wir wollen die Verpflichtung privater Anbieter und Dienstleister zur Barrierefreiheit. Und wir wollen, dass behinderte Menschen nicht mehr in Sonderwelten lernen, leben, arbeiten, ihre Freizeit verbringen müssen. Wir wollen mittendrin sein, dafür die richtige Unterstützung und weg mit den Sondereinrichtungen. Und dafür brauchen wir endlich mal eine gute Politik. Ihr habt es in der Hand, tut es. Wir haben die Bundesregierung gefragt, was zu erwarten ist. Hören wir uns doch mal die Statements genauer an. Der inklusive Arbeitsmarkt ist zentral adressiert im Koalitionsvertrag, war im Übrigen auch schon ein zentrales Thema in der 19. Wahlperiode. Da ist es mit der Regierung von CDU, CSU und SPD leider nicht gelungen, neben dem neuen Installieren von einigen Instrumenten, dem Budget für Arbeit, dem Budget für Ausbildung, zu wirklichen Fortschritten zu kommen. In dieser Wahlperiode wollen wir diese Instrumente verbessern, aber wir gehen deutlich weiter. Wir haben uns darauf verständigt, eine vierte Stufe der Ausgleichsabgabe einzuführen für diejenigen Arbeitgeber, die verpflichtet sind, Menschen mit Schwerbehinderung zu beschäftigen, aber tatsächlich eine Quote Null haben. Das wird für deutlich mehr Geld sorgen, die wir weiter investieren in die Förderung der Integration, der Inklusion von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. Das wollen wir auch entbürokratisieren. Auch das haben wir vereinbart, indem wir eine Genehmigungsfiktion für Anträge zur Förderung ans Integrationsamt einführen, sodass nach 6 Wochen ein Antrag immer als genehmigt gilt. Damit wird verhindert, dass das, was früher häufiger passiert ist, Arbeitgeber und Arbeitnehmer hatten sich gefunden, aber aufgrund langer bürokratischer Wege kam es am Ende trotzdem nicht zur Besetzung des Arbeitsplatzes, dass das künftig nicht mehr passieren kann. Wir wollen weiter die Instrumente stärken, die es schon gibt im ersten Arbeitsmarkt, nämlich die Inklusionsunternehmen. Das ist ein typischer Teil, weswegen wir dem Antrag der Union nicht zustimmen konnten, denn hier irgendetwas in Europa bewegen zu wollen, dauert zu lange und ist nicht zielführend, sondern wir wollen zu einer umsatzsteuerrechtlichen Privilegierung im deutschen Umsatzsteuerrecht kommen und werden das auch in den nächsten Monaten unmittelbar umsetzen. Das und anderes mehr führen dazu, dass wir uns ziemlich sicher sind, wir erreichen mit den im Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen eine deutlich verbesserte Inklusion im Arbeitsmarkt. Um noch mehr zu erfahren, haben wir die Abgeordneten direkt in ihren Büros besucht. Ja, ich finde auch, wir haben tatsächlich uns im Koalitionsvertrag, da steht so viel zu dem Thema Inklusion drin wie noch nie. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Ich habe es auch mitverhandelt. Und ein weiterer Bereich, den wir uns vorgenommen haben, ist das Gesundheitswesen. Es gibt ja nicht nur bauliche Barrieren, sondern ganz viele andere Probleme.
Da wollen wir einen Aktionsplan entwickeln für ein inklusives, diverses und barrierefreies Gesundheitswesen. Da gehört natürlich die Barrierefreiheit dazu, da gehören aber auch so Fragen dazu wie Assistenz im Krankenhaus. Da gibt es zwar jetzt ein paar Regelungen, aber sie helfen eben tatsächlich nicht allen Menschen an dieser Stelle. Da ist die Frage auch, das gehört dazu, zum Beispiel Hilfsmittelversorgung. Da hatte unsere Fraktion, Frau Rüffer hatte ja letzte Legislaturperiode so eine Umfrage gemacht von Menschen mit Behinderung. Es gab über 3000 Rückmeldungen, da haben wir wahnsinnig viele Probleme, was man alles angeblich nicht braucht, was nicht wirtschaftlich ist. Und da muss auch der Anspruch sein, dass Hilfsmittelversorgung tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht und nicht nur, naja, dass ich gerade so irgendwie existieren kann. Also Rollstühle zum Beispiel, Krankenkassen sind verpflichtet, dass ich mich im Nahumfeld meiner Wohnung bewegen kann, aber nicht, dass ich damit umfassend teilhaben kann. Das gilt genauso für Prothesen, Hörgeräte und so weiter, wo es immer wieder Auseinandersetzungen um genau diese Frage geht. Und da ist tatsächlich die UN-Behindertenrechtskonvention an dieser Stelle nicht im Gesundheitswesen bisher angekommen, weil es eben keine Hilfsmittelversorgung an der Orientierung gleichberechtigte Teilhabe herzustellen gibt. Also ich glaube, wir haben uns eine ganze Menge in ganz schön vielen Bereichen vorgenommen. Mobilität ist natürlich ein großer Bereich, Bahn, aber auch ÖPNV, da haben wir ja eigentlich die Verpflichtung 1.1.22, seitdem sind wir barrierefrei im Nahverkehr. Ja, erlebe ich nicht ganz so in der Praxis. Und da gibt es immer noch Ausnahmetatbestände im Gesetz. Auch die wollen wir streichen. Also ich glaube, wir haben uns richtig, richtig viel vorgenommen. Und ich hoffe, dass da jetzt auch echt wieder Schwung reinkommt in die Umsetzung. Die Aussagen von der Abgeordneten Stefanie Effner vom Bündnis 90 Die Grünen zeigt schon, wie viel die Bundesregierung vorhat. Tarkis Mehmet Ali von der SPD hat noch besondere Schwerpunkte für die Pläne der Bundesregierung, die er wie folgt darstellte. Wir haben drei große Vorhaben. Das erste, was für mich sofort das Wichtigste ist sogar, die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes. Das habe ich als teilhabepolitischer Sprecher meiner Fraktion als meinen Schwerpunkt genommen. Wir haben natürlich im Koalitionsvertrag andere Schwerpunkte auch, aber das ist mein persönlicher Schwerpunkt, dass die Evaluation des Bundesteilhabegesetzes richtig gemacht wird. Dafür werde ich parlamentarisch auch dazu etwas leisten müssen. Ich besuche beispielsweise alle 16 Bundesländer, um vor Ort die Geschehen mir genauer anzugucken und nicht nur vom Schreibtisch aus. Das mache ich jetzt in der Sommerpause. Das heißt, bei mir in der Sommerpause ist keine Pause, sondern ich toure durch die gesamte Republik. Alle Termine sind gesetzt. Ich treffe auch nicht nur die Liga der freien Wohlfahrtspflege, sondern auch Selbstvertretungsorganisationen sowie auch teilweise Sozialminister, um auch direkt bestimmte Dinge anzusprechen. Das zweite Vorhaben wird sein, dass wir direkt jetzt nach der Sommerpause die Ausgleichsabgabe erhöhen werden. Wir werden die vierte Stufe einführen. Das ist ja für uns sehr, sehr wichtig. Aber nicht nur die vierte Stufe einführen werden, sondern auch sagen werden bei den Ländern, hey, ihr sollt die Mittel für die Teilhabe am Arbeitsleben einsetzen und nicht irgendwo versuchen, die Mittel für andere Zwecke zu nutzen. Es gibt ja Bundesländer, die nutzen das beispielsweise für den Bau von Wohnheimen. Ja? Also ich kann diesen Begriff schon gar nicht mehr hören, dass wir in der jetzigen Zeit immer noch 24er Wohnheime bauen. Und die dritte Stufe ist ja, dass wir ein Bundesprogramm, nicht die dritte Stufe, sondern die dritte Sache ist, dass wir ein Bundesprogramm für Barrierefreiheit auf den Weg bringen wollen. Und im Übrigen diesmal aber nicht nur vom BMAS geleitet, sondern ministeriumsübergreifend. Wir wollen, dass das BMG mit dabei ist, dass das Verkehrsministerium dabei ist, dass das Familienministerium dabei ist, weil das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe und nicht nur eine Aufgabe, die bei uns im Ministerium gelöst werden kann. Und da wird sich in dieser Legislaturperiode sehr viel tun. Und ich bin eigentlich auch guter Dinge. Ich denke, die drei großen Punkte, gerade BTHG-Evaluation eben, die Einführung der vierten Stufe bei der Ausgleichsabgabe und vor allem das Bundesprogramm für Barrierefreiheit, weil wir reden ja nicht über die klassischen Barrieren, ja, ob ich gerade auf der Straße einen Schritt weiterkomme, weil wir reden auch über die digitalen Barrieren, die vorhanden sind und über die Barrieren, die natürlich bei den Einstellungen der Menschen vorhanden sind. Und da werden wir viel leisten müssen. Da noch viel zu leisten ist, hatte ja bereits Ottmar Mayr-Pauls am Anfang des Beitrags betont. Dass die Menschen einiges erwarten können, sollte man aus den Formulierungen des Koalitionsvertrages vermuten. Die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Corinna Rüfer, dazu.
Also die Leute müssen erwarten können, dass all das, was in diesem Koalitionsvertrag formuliert ist, auch umgesetzt wird. Und man kann sagen, da steht unheimlich viel drin zum Thema Inklusion, also mehr als in allen anderen Koalitionsverträgen, die ich in der Vergangenheit wahrgenommen habe. Aber man muss da wirklich abstufen, ja, und die Bereiche genau beobachten. Also im Bereich Barrierefreiheit steckt unheimlich viel und sehr Konkretes in diesem Koalitionsvertrag. Da sind ja ganz spezifisch die Gesetze benannt, die angepasst werden müssen. Da ist explizit formuliert, dass die Privatwirtschaft endlich in die Verpflichtung genommen werden soll. Da steht drin, wir wollen aus dem Personenbeförderungsgesetz sämtliche Ausnahmen rausstreichen, die Bahn zur Barrierefreiheit endlich verdammen. Wenn man sich die Realität anguckt, dann kann man sich vorstellen, dass das eine Mammutaufgabe ist. Aber die Leute müssen erwarten können, dass das umgesetzt wird. Und da bin ich auch relativ zuversichtlich, weil das der Bereich war, der auch in den Koalitionsverhandlungen unter den Ampelpartnern ganz gut zu verhandeln war. Wenn man aber in andere Bereiche reinschaut, nehmen wir den Bereich Arbeitsmarkt zum Beispiel, der natürlich total relevant ist, ja, die Entwicklung eines inklusiven Arbeitsmarktes, dann sind da Punkte benannt, wie zum Beispiel die Einführung der vierten Ausgleichsabgabe, die wir auch seit ewigen Zeiten schon fordern, aber wir hätten natürlich auch gerne die anderen Stufen erhöht, damit die quasi Wirkung entfalten können, dann eine Genehmigungsfiktion nach 6 Wochen bei den Leuten, die Anträge bei den Integrationsämtern stellen, sofern quasi alle Eingaben vollständig eingereicht sind, damit man da nicht ewig warten muss. Das sind total gute Sachen. Da steht auch so Entbürokratisierung, Weiterentwicklung des Budgets für Arbeit oder des Budgets für Ausbildung, dann Entgeltsystem bei den Werkstätten. Da steht schon einiges drin, aber das ist sozusagen strukturell noch nicht ausreichend, um die Situation behinderter Arbeitnehmerinnen in Deutschland zu verbessern. Und da haben wir viel zu verhandeln, parallel. Also da ist mein persönliches Ziel, da deutlich drüber hinauszukommen. Aber zunächst mal natürlich das umzusetzen, was da drin steht. Und so kann man die Bereiche durchgehen. Also Gesundheit, da steht ein Aktionsplan für einen inklusiven, diverses Gesundheitssystem. Das sind gute Ansätze. Aber wenn wir gerade auf die Diskussion um das IPRAG, jetzt um die Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Triage, also wer kriegt das letzte Beatmungsgerät, wenn wir uns die unterentwickelten Entwürfe anschauen, die uns da ereilt haben, dann sehen wir haben eine Riesenaufgabe vor uns und da braucht es mehr als einen Aktionsplan, der gut und wichtig ist. Also wir haben dazu auch Eckpunkte abgeliefert, da steht einiges drin, aber es muss halt darüber hinausgehen. Also zum dritten Mal, also das muss umgesetzt werden und schon das ist in der Tat im Angesicht der Gemengelage, in der wir uns gerade befinden, Ukraine-Krieg, Inflation etc., den Herausforderungen, die wir ohnehin zu bewältigen haben und die alle Menschen in dieser Republik zu bewältigen haben. Wir müssen gucken, dass dieser Koalitionsvertrag nicht total untergepflügt wird und im Zweifelsfall mit anderen Prioritäten, aber auch einfach mit Mangel an Geld. Also weil am Ende gesagt wird, das kostet alles Geld, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, weil wir 100 Milliarden für die Bundeswehr rausrotzen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Ne? Also Sonderprogramme für den Bereich Inklusion hätte ich mir besser vorstellen können. Gibt es im Moment keine Mehrheiten dafür. Ja? Viele Vorhaben der Bundesregierung. Wir bleiben am Ball und werden verfolgen, was seitens der Bundesregierung im Bereich der Behindertenpolitik noch passieren wird. Allerdings ist mit schneller Umsetzung nicht zu rechnen, denn ein politisches Vorhaben verlangt komplexe Abstimmungsprozesse, bis daraus am Ende ein zu verabschiedendes Gesetz wird.